Okay. Gibt es hier irgendwas, irgendwelche Rohstoffe? Nein. Gut. Dann machen wir weiter. Haben wir eins, einen normalen. Machen wir erstmal wieder hier. Erstmal hier die hier. Also ein normaler und dann ein brüchiger. Dann eins, ein normaler. Dann haben wir einen, zwei, zwei bemooste. Dann eins, einen normalen. Dann einen brüchigen. Dann eins, zwei, drei, drei normale. Eins, zwei, drei. Dann einen bemoosten. Dann eins, zwei, zwei normale. Dann einen brüchigen. Dann eins, einen bemoosten. Und dann haben wir noch eins, zwei, zwei normale. So, und jetzt geht's hier normal weiter im Gang. Dann haben wir jetzt hier einen bemoosten. Dann ein, zwei, zwei normale. Dann einen brüchigen. Dann eins, einen ganzen, also normalen. Dann einen kaputten. Dann einen normalen. Dann einen kaputten. Dann ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs normale. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann einen brüchigen. Dann einen bemoosten. Dann ein, zwei, drei, drei normale. Ein, zwei, drei. Ah, fast fertig. Dann einen kaputten. Einen kaputten, einen normalen. So, und die letzten beiden sind normal und bemoost. So, dann kontrollieren wir nochmal kurz die ganzen kaputten. Super. Dann kommen jetzt die Leuchtflechten, Leute. Und das waren, glaube ich, 1 bei 63. Genau. Eine 1 bei 63. Und ich mache das wieder. Ich glaube, ich mache es diesmal genauso. Also bis hierher hat mir schon gemacht.
Erst die Wände komplett, dann die Decken und dann den Boden. Also genau wie eben. So, dann machen wir mal. Also eine 1 bei 63. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15! Der 15. wird dann sein, Leute. Also haben wir. Die müsste ich schon gemacht. Ach, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48, Leute. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Okay, weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, Leute, dieses Mal. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Das waren schon zu viel. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 34. Genau. Machen wir an der Decke weiter. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 fällt weg, also bin ich bei 49. 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Hier geht's weiter. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir erstmal nur die 10. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und wenn dann die nächste keins ist, selbst wenn er eins ist, Leute, kann ich da drauf nichts platzieren. Ups. Mist. Kann ich da drauf nichts platzieren. Von dem her. Pech gehabt. So, das heißt, so bleibt es jetzt beleuchtet. Also hier ein bisschen heller, weil hier zwei sind. Und hier ein bisschen was. Aber ansonsten war es das. Ich mag diese natürliche Beleuchtung, Leute. Die gefällt mir. So, jetzt haben wir auch den Gang fertig. Mit was machen wir als nächstes weiter? Ich glaube, ich würde jetzt einfach hier diesen ersten Gang hier weiter in diese Richtung machen wollen. Diesen hier. Bis hierher. Genau, so machen wir das jetzt.
Und der soll ja genauso lang sein. Ziehen wir also mal kurz nach. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, dann hätten wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Was war das? Naja. Das heißt, auch hier es verschiebt sich das wieder eins in diese Richtung. Naja. Machen wir erstmal, dass hier jetzt diese Wände komplett weg müssen. So, wie geht's denn bei euch voran? Traumhaft. Langsam, aber stetig. Ich hab nur gerade mega viele Kisten machen müssen. Boah, das ist gerade unglaublich laut bei euch. Ich habe kein Wort verstanden. Eigentlich war bei uns gar nichts so großartig laut. Ich hab gar nichts gesagt, ich habe sogar Push to Talk drin. War irgendwas ganz laut, das hat sich angehört wie ein vorbeifahrendes Auto und das war so laut, dass man von direkt dort nichts mehr gehört hat. So laut? Ja. Das hört man hier fast gar nicht. Das ist ja krass. Auf jeden Fall, ich musste jetzt erstmal so viele Kisten machen, deswegen. Das ist unglaublich, was man Holz verbraucht, wenn man Kisten baut. Tja. Naja. So. Dann müssen wir auch hier die Mauer bauen. Das heißt, auch die hier kommen jetzt weg. So, bis hierher, glaube ich. Ich markiere mir das mal kurz mit einem Holzblock. Also nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hierher. Genau, entsprechend wäre das dann hier. 3? Echt jetzt? Nein, sind eigentlich nur 2. Ach, ich habe das da noch nicht hingemacht. Das heißt, der wäre hier. Genau. Ja, genau. Dann machen wir jetzt hier die Wand weg. Bei mir hört sich das an wie der tägliche Zombie-Treff. So. Dann holen wir uns jetzt mal Rohstoffe. Also da ist der Kohle. Sehr schön. Und da haben wir auch Kohle. Und dann haben wir hier Eisen. Sehr schön. So, ich glaube, das war's dann auch hier.
Ich bin voll. Ich muss mal eben Zeug loswerden, Leute. So. Ich glaube, es regnet gerade. Yep. Kannst das sein, so weit geht über die paar Biome hinweg? Es regnet immer auf der ganzen Welt. Nee, tut's tatsächlich nicht. Doch, also das Wetter ist halt immer gleich auf der ganzen Welt, nur in der Wüste regnet es halt nicht, weil da gibt's keinen Regen, auch kein und in Schneebiomen oder sowas, da schneit es statt zu regnen. Aber es ist immer stimmt nicht, weil bei uns im Dorf schon mal auf einer Seite Regen war und auf der anderen nicht. Da zählt die als, bei Savannen gibt es auch keinen Regen, so wie bei Wüsten. Dann zählt das aber als Wüsten- oder Savannengebiet und das andere eben nicht. Interessant. Ja, okay. Aber das Wetter ist immer auf der gesamten Welt immer identisch. Es ist tatsächlich vom Biom abhängig. Also im Wüsten- und Savannenbiom und sowas, da gibt es keinen Regen. Da scheint immer die Sonne. Und in, wie gesagt, in kalten Gebieten... Ich gehe jetzt ins Dorf, das teste ich jetzt mal. Ich bin gerade beim Ozeanmonument bei uns beim Dorf. Und das schaue ich jetzt mal. Dann tu das. Ja, muss ja fast so sein, weil manchmal von manchen Biomen das ja so abgeschnitten war. So, jetzt habe ich wieder Platz, dann können wir wieder weitermachen. Also jetzt bin ich gerade in der Savanne und hier regnet. Ach so? Ja, dann muss aber... Savanne, du musst aber... Savanne? So, jetzt bin ich in einem Teil der Savanne, der nicht regnet. So? Ja, aber das andere zählt, wo es regnet, zählt auch zur Savanne. Ne, da steht hier jetzt Strand. Lustig, aber da hinten ist ein Teil von der Savanne, die zur Savanne zählt und in der es regnet. Ich sehe mal eben nach. Kann auch sein, oh, dass sie das geändert haben. Nee, das zählt zum Fluss. Oh lol. Strand. Fluss. Ja, nee, die Teile, wo es regnet, zählen zum Fluss tatsächlich. Und zum Strand. Und da, wo es nicht regnet, ist Savanne, oder? Ja. Genau, dann braucht... Also ich lese trotzdem mal kurz vor. Hier Strand. So. Lustig. Wo ist es denn? Wo steht denn das? Da steht es. Bei Regen verdunkelt sich der Himmel, dadurch sind Sonne und Mond nicht mehr sichtbar und das Lichtlevel verringert sich bei Tag um 3 Stufen. Wenn es dadurch auf 7 sinkt, können Monster spawnen, die am selben Ort bei Sonnenschein nicht spawnen würden. Das Mondlicht wird nicht beeinträchtigt, es bleibt konstant bei 4. Der Himmel verdunkelt sich in allen Biomen, sodass man auch in warmen Biomen wie der Wüste am Himmel erkennt, dass es global gerade regnet. Ich habe echt das Gefühl, man lernt jeden Tag in Minecraft fast dazu. Hier steht auch noch, es regnet nur in der Oberwelt, im Nether und am Ende gibt es kein Wetter. Ja gut, das ist ja fast klar. So, jetzt habe ich das nächste Ding von meiner Liste endlich fertig. So. Gut, viel dann besser. So. Bauen wir mal, Leute. Jetzt kommen wieder Blöcke, weil das ist die Wand. Das heißt, wir brauchen hier wieder die 7.